PatrickPfaff91 hat mich bei Instagram gefragt, wie würde ich aus einem kleinen Konto ein großes machen? Ganz spannende Frage und ist natürlich der Traum von jedem, der wenig Geld hat und an der Börse wirklich schnell viel verdienen möchte. Und ganz klar, ja, es geht. Es gibt immer wieder die Geschichten von dem 500-Euro-Konto, was plötzlich 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Euro groß ist. Dabei musst du natürlich bedenken, das ist eine Welt, die nicht so viel mit Portfolio-Management zu tun hat, sondern eher aus dem Hobby-Charakter kommt. Und du weißt, ich sage ja immer, Hobbys kosten Geld, aber trotzdem, wenn du eben aus einem kleinen Konto ein großes machen möchtest, gibt es einige Mittel und Wege, wie du es zumindest eher schaffen kannst, als wenn du immer nur wie im Casino auf Rot und Schwarz setzt. Das wäre die einfachste Variante, immer dein Konto vielleicht 500 Euro nehmen, komplett riskieren, wenn es gut geht, verdoppeln und wenn es eben schief geht, ist alles weg. Wenn das 10 Mal hintereinander klappt, dann hast du fast die Millionen, dann ist es gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt die Variante, die ich dir raten würde, sondern meine Idee, wie du aus einem kleinen Konto ein großes machst, ist ganz klar natürlich mit konkreten Handelsstrategien, die natürlich dann auch zu hebeln, weil ganz ohne Hebel geht es nicht. Du weißt, du kriegst ja in der Derivateindustrie teilweise dreistellige Hebel oder auch über CFDs, trotz ESMA kannst du in den großen Indizes immer noch 10, 20 oder sogar 30er Hebel bekommen. Das ist schon eine Menge Bums. Heißt also zum Beispiel, wenn der DAX 1% steigt und du einen 30er Hebel hast, dass dein Depot dann, wenn du alles eingesetzt hast, auch um 30% steigt oder im schlechten Fall um 30% fällt. Aber da sind die Möglichkeiten natürlich sehr gut. Die Frage ist jetzt, wie machst du das? Und was ich tun würde ist, ich würde mir maximal 3 Strategien aussuchen, weil du willst ja nicht diversifizieren, sondern du willst sehr konzentriert aktiv sein. 3 Strategien, wo du sagst, ja, ich habe eine gute Idee, diese Strategien gefallen mir. Das sind Strategien, die zu mir passen und die meine Persönlichkeit auch umsetzen kann. Wie gesagt, gerade für Anfänger finde ich nicht so die Strategien gut, 5-mal daneben gelegen und einmal dann gewonnen, aber mit einem sehr hohen Profitfaktor. Das ist mental sehr schwer und auch mit einem kleinen Konto würde ich dir zu einer hohen Trefferquote raten. Also 60-70%, weil eine Trefferquote von 30%, wenn du mit 1.000 Euro anfängst und die ersten 3 Trades daneben gehen, dann hast du vielleicht noch 500 Euro. Das belastet dich mental und das ist auch für das Kapitalwachstum nicht so gut. Also 3 Strategien mit einer hohen Trefferquote. Vielleicht 3 Strategien, die du auch schon vielfach ausprobiert hast, kennst. Vielleicht ein Turnaround Tuesday, ein Monatsultimo und ein Gold Rush. Und dann rate ich dir dazu, wirklich einen guten Einstieg zu finden über die verschiedenen Indikatoren, die wir hier bei YouTube auch besprechen. Intermarket, Seasonal Sentiment. Und dann ist es entscheidend, dass du Gewinne nicht mitnimmst. Und das fällt vielen Anfängern in der Regel relativ schwer. Es kann dir aber in dem Fall sogar ein bisschen leichter fallen als anderen, weil du ja vielleicht keine 100.000 Euro an Pending Gains hast, also du hast keinen riesen kumulierten aufgestauten Gewinn, weil du ja einfach vielleicht nur 1.000 Euro riskierst. Und wenn du dann gut in den Monatsultimo mal reinkommst, über einen Hebel und vielleicht 20-30% vorne bist, dann würde jemand mit einem großen Konto sagen, Mensch, 20-30%, das ist eine tolle Jahresrendite. Aber du würdest sagen, es sind ja nur 200-300 Euro. Und du könntest dann über einen Trailing Stop Loss, also über ein anziehendes Stop Loss, probieren, dich in die Position rein zu skalieren. Und die Marge, die du dann neu bekommst durch diese aufgelaufenen Gewinne, die kannst du eben nutzen, um dann tatsächlich in die Position reinzukommen, um zu skalieren, um zu pyramidisieren, um deine Position groß zu machen. Und wenn du einfach ein Stück Glück hast, weil das gehört ganz klar dazu, aus einem kleinen Vermögen ein großes zu machen, da gehört Glück dazu, dann brauchst du einfach die Nuts, die Balls, das durchzuhalten. Du brauchst also einmal das Glück, dass du vielleicht nach 10 Versuchen einmal diese Phase erwischt, wo eine Position groß wird und wo du dann immer wieder reingehen kannst. Und ein ganz einfaches, prominentes Beispiel, wie du aus einem kleinen Konto ein großes hättest machen können, hättest du zum Beispiel die Strategie Friday Gold Rush verfolgt, die du vielleicht hier von dem Kanal kennst und ich dir gerne unter dem Video auch nochmal verlinke, wenn du mir den Daumen nach oben gibst, dann hättest du am 31.05.2018 ein super Signal gehabt. Damals ist der Goldpreis aus einem Keil hinausgebrochen, über die 1300 Marke gestiegen und du weißt ja, ich bin seitdem es diesen YouTube-Kanal gibt auch positiv für Gold. Ich denke, dass wir aufs nächste Jahr wahrscheinlich über die 2000 Dollar Marke hinauslaufen und hättest du diesen Einstieg genommen, ich hatte ihn damals, dann hättest du entsprechend auch in die Gewinne immer weiter reinskalieren können, von 13 auf 1400 auf 1500, hättest du deine Position groß machen können und du hättest wahrscheinlich mittlerweile mit dem richtigen Hebel schon einen 10-Bagger gehabt. Also aus 500 Euro schon 5000 gemacht und hättest damit einen großen wichtigen Schritt
getan. Hättest du damit im März oder April angefangen, hättest du wahrscheinlich vorher plus minus null gehandelt. Du wärst jeden Freitag reingegangen, mal gewonnen, mal eben entsprechend über einen Stop-Loss mit Verlust rausgeflogen. Aber mit dieser einen Bewegung vom 31.05., die eben zwei, dreimal im Jahr nur passiert und mit der richtigen Skalierungstaktik und vor allen Dingen auch mit der Geduld und dem Willen, diese Position durchhalten zu können, hättest du aus deinem kleinen Konto relativ schnell einen großen Anstieg gehabt. Du musst es einfach nur durchhalten und du musst natürlich Glück haben, weil zum Beispiel der Monatsultimo von Dezember auf Januar dieses Jahr, hättest du den gehebelt im S&P gehandelt und hättest du bei jedem Monatsultimo die Position weiter verdoppelt, auch da hättest du dann aus einem kleinen Vermögen mittlerweile schon ein großes gemacht, weil du diese Strategie nicht, wie die Strategie es vorsieht, tatsächlich beendet hast, sondern weil du die Position skaliert hast, weil du groß geworden bist. Das kann jeder machen. Oder auch Bitcoin Beauty, die Strategie mit dem MACD auf Bitcoin. Hättest du da im Februar, März den Anstieg entsprechend bei Bitcoin mitgenommen, hättest du reinskaliert, hättest du auch ein kleines Vermögen in ein großes verwandeln können. Aber trotzdem ein Wort der Warnung. Die Strategien sind da. Die Möglichkeit, Gewinne laufen zu lassen und trotzdem Verluste zu begrenzen über zum Beispiel einen Trailing Stop, die sind auch da. Leute, die 100, 200, 500% Rendite machen, die kenne ich, die sehe ich. Nur das Problem ist, denke professionell, weil das ist ein Hauptfehler, den viele Glücksritter und Spekulanten machen. Sie sagen, naja, wenn ich mit 500 Euro starte, dann kann ich ja ein großes Risiko eingehen. Vielleicht haben sie auch die Geduld und das Glück, daraus dann mal 50.000 zu machen. Und sie sagen dann, naja, wenn ich 50.000 habe, dann sehe ich mich als Portfolio-Manager, dann trade ich anders, dann investiere ich auch, dann diversifiziere ich. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass viele der Glücksritter pauschal 80-90% vielleicht das Konto auf 50.000 hochbringen, aber dann den nächsten Schritt nicht mehr schaffen, wenn sie einmal das große Konto haben, immer noch so denken wie jemand, der ein kleines Konto verwaltet und dann eben diese emotionale Belastung nicht mehr aushalten, weil wenn ich aus 1.000 Euro 2.000 mache, dann sind das 100%. Wenn ich auf 50.000 100 mache, sind es auch 100%. Aber der mentale Druck ist ein anderer, weil zwischendurch auch immer die Rücksetzer und Drawdowns kommen. Deswegen Strategie und Umsetzung. Und gerade bei der Umsetzung brauchst du eine mentale Stärke. Das ist nichts, was ich dir hier über YouTube vermitteln kann. Du weißt wahrscheinlich auch, wenn du tradest, wovon ich spreche. Denn am Ende ist der entscheidende Faktor, aus einem kleinen Konto ein großes zu machen, weniger die Strategie als solches, sondern vielmehr die mentale Belastbarkeit. Und denke immer daran, wenn du an der Börse bist, du bist in einem Haifischbecken mit Profis, lerne deine Emotionen zu kontrollieren, lerne eben mental stark zu sein. Du brauchst nur gute Strategien und dein Trader muss sie umsetzen. Das ist im Wesentlichen nicht schwer, aber viele machen es extrem schwer, weil das Problem hier zwischen den Ohren liegt. Also wie machst du aus einem kleinen Konto ein großes? Ganz einfach, nimm dir drei Strategien, die du magst, die zu deiner Persönlichkeit passen, handle diese konsequent und nimm die Gewinne nicht mit, sondern lass die Gewinne laufen, sicher sie durch Trailing Stops ab und sei eben in der Lage, eine Zeit lang Geduld zu haben und wenn es dann plötzlich mal in deine Richtung läuft, wenn eben tatsächlich der Trade richtig anläuft, dann mach die Position groß und setze darauf, dass du einen Ten-Bagger bekommst. Das ist möglich, das passiert 3-4 Mal im Jahr. Und wenn du eben das Glück hast, gerade mal so eine Phase zu erwischen, lass die Gewinne laufen. Und daran scheitern die meisten, denn die meisten Börsianer machen es genau andersrum. Sie begrenzen Gewinne und lassen Verluste laufen. Das ist der sichere Weg zum Misserfolg. Um erfolgreich zu sein, machst du es bitte andersrum. Und dadurch kannst du ein kleines Konto in ein großes verwandeln. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich freue mich in den Kommentaren, wie es dir damit geht, ob du es tatsächlich geschafft hast. Und freue mich dann, euch auch beim nächsten Video hier bei Frag den Fondsmanager wieder begrüßen zu dürfen.